Herzlich willkommen zu diesem neuen Video, das wieder mal nicht planmäßig ist. Und ich weiß, ich kündige immer auf Instagram meine perfekte Timeline an, wie ich jetzt was hochladen will. Und meistens kommt dann immer irgendwas dazwischen oder ich mache was ganz anderes. Die Videos kommen auf jeden Fall alle noch. Aber das war mir jetzt einfach wichtig, nochmal zwischendrin irgendwie mit reinzuschieben. Ihr merkt ja selber, dass der Jurassic Park Content hier auf dem Kanal sehr stark gewachsen ist. Und das kommt auch ganz gut bei euch an. Das freut mich tierisch. Deswegen habe ich mir jetzt einen Wunsch von euch zu Herzen genommen, beziehungsweise ein Anliegen, weil viele von euch haben mir geschrieben, ey, schaut ihr doch einfach mal die Serie Jurassic World Camp Kreidezeit an oder ein neues Abenteuer oder neue Abenteuer, ich weiß gar nicht, wie sie jetzt auf Deutsch heißt, Camp Kreidezeit, meine ich, war sie bei Netflix betitelt. Ist aber eigentlich auch wurscht. Ich habe mir die Serie auf jeden Fall jetzt angeschaut, beziehungsweise habe ich angefangen, die Serie zu gucken und bin jetzt bei Folge 4 angekommen und dachte, wir quatschen da einfach mal ganz kurz drüber, so als Einleitung zu dem Ganzen. Denn ich werde jetzt auf jeden Fall staffelweise eine Review dazu abgeben. Es gibt, glaube ich, inzwischen 4 Staffeln, meine ich. Die werde ich mir alle angucken und werde dann immer am Abschluss jeder Staffel eine Kritik dazu machen. Bei Staffel 1 wird es dann jetzt eben 2 Videos geben, eben einmal das jetzt hier, das nehme ich so ein bisschen als Einleitung und einfach mal so, um euch meinen ersten Eindruck zu schildern, weil ich mit der Serie wirklich meine Probleme hatte. Die sind zum Teil verflogen, zum Teil aber noch da. Wisst ihr was, wir fangen jetzt einfach an und schwatzen mal über die ersten 3 Folgen und meinen Eindruck zu Jurassic World Camp Kreidezeit. Viel Spaß! Wenn euch das Thema Kaiju interessiert, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Ich kannte Jurassic World Camp Kreidezeit durch meine Nichte, die das immer ganz gerne mal geschaut hat. Und da habe ich ab und zu auch mal so ein Auge reingeworfen, weil ich bin eben auch ein Dino-Fan. Ich mag Jurassic Park. Hab so meine Problemchen mit Jurassic World, finde die aber immer noch okay. Also die haben schon ihre Daseinsberechtigung irgendwo. Und die Serie dann ist ja sehr kindlich gemacht, beziehungsweise soll eine Kinderserie eben sein. Und viele haben die aber dann mit The Clone Wars verglichen. Star Wars Clone Wars macht das Gleiche, was eigentlich auch Camp Kreidezeit macht. Die Serie füllt eine Lücke zwischen 2 Hauptfilmen. Und das hat bei Star Wars super gut funktioniert. Das hat sogar die Prequels noch ein bisschen besser gemacht. Und dann dachte ich mir, okay, schaust du dir halt mal an. War von der ersten Folge von Camp Kreidezeit ziemlich enttäuscht gewesen. Folge 2 hat es dann auch nicht besser gemacht. Und Folge 3, danach habe ich gesagt, komm, hörst du auf. Irgendwie catcht dich das Ganze nicht. Jetzt habe ich mir die ersten 3 Episoden aber nochmal angeschaut. Und ich weiß nicht, wieso. Ich bin nahezu komplett auf einem anderen Trichter auf einmal. Vielleicht bin ich da auch zu negativ reingegangen. Ich will einfach mal ganz kurz den Elefanten hier im Raum loswerden. Ich bin der Meinung, dass Jurassic World Camp Kreidezeit besser funktioniert als die Hauptfilme von Jurassic World. Allein schon wegen den Figuren. Wir bekommen hier Figuren eingeführt. Und jetzt sorry, dass ich die Namen noch nicht kenne. Das kommt noch Schritt für Schritt. Ich brauche dafür immer ein bisschen länger. Auf jeden Fall haben diese Figuren direkt wesentlich mehr Tiefe als die Figuren aus dem Film. Seien wir mal ganz ehrlich, Owen Grady und Claire Dearing sind jetzt nicht so die geilsten Figuren irgendwie. Ich meine, Chris Pratt spielt einfach die gleiche Figur, die er auch bei Star-Lord spielt. Und mit Bryce Dallas Howard machen sie, was sie wollen. Im ersten Film hat die noch eine ganz andere Agenda als dann im zweiten auf einmal. Wo kommt der Wandel her? Scheißegal. Die Serie macht das wesentlich besser und eleganter. Wir haben ja auch wieder so typische Stereo-Figuren. Wir haben einmal hier die Influencerin, die nur am Handy rumhängt. Und dann auf einmal bekommt sie wie so einen depressiven Schub, weil sie mitbekommt, dass ihre Fans sie ja so langweilig finden. Und dann haben wir hier den Obercoolen, der dann einfach, ja, so pseudo-cool ist. Also er hält sich selber für sehr cool, aber du als Zuschauer checkst auch schon, eigentlich ist der eine ziemliche Pfeife. Es gibt halt ganz viele von diesen Stereotypen. Und mir ist von Anfang an klar, wie gesagt, ich kenne nur die ersten 3 Folgen bis jetzt. Und ich kann jetzt schon mal prophezeien, wie das Ganze ablaufen wird. Werden einen kompletten Wandel machen, die Figuren. Bin ich mir sicher. Wir haben hier auch jemanden, der sehr ängstlich ist. Man würde ihn als Loser bezeichnen. Und meine Prognose ist, dass der am Ende von Staffel 1, 2 oder irgendwann auf jeden Fall einen Wandel machen wird zu einem sehr mutigen jungen Mann. Ich glaube, dass die Influencer-Lady wird irgendwann merken, okay, eigentlich ist das gar nicht so wichtig, was Likes und sowas ausmachen. Ich glaube, dass die alle so eine Moral mitgeben. Das ist schon sehr vorhersehbar, aber wie sie das machen, ist verdammt gut. Also es fühlt sich wirklich organisch an. Es gibt bestimmte Gespräche zwischen den Einzelnen, zwischen den Kids und die haben alle ihre eigene Persönlichkeit. Und das finde ich echt sehr wichtig. Ich habe bei keiner einzigen Figur das Gefühl, auf den habe ich jetzt eigentlich gar keinen Bock. Sogar dieser Arrogante, ja, der macht das auch irgendwie ganz lustig und wie die auch da miteinander umgehen. Es macht wirklich Spaß, sich das Ganze anzuschauen. Und der Jurassic World. Ups.
Und der Jurassic World Park ist endlich mal interessant geworden. Ich weiß nicht, ob es nur mir so ging, aber als ich damals Jurassic World gesehen habe und der Kleine, der rennt dann in seinem Hotelzimmer an die Tür, macht die Tür auf und dann kommt die Jurassic Park Musik und die Kamera fährt über den Jurassic World Park und ich dachte mir damals im Kino, ist jetzt aber nicht so krass, oder? Ich weiß nicht, war ich da der Einzige, der total unterwältigt war von diesem... von dem Park. Ich meine, das ist einfach eine Straße. Das ist eine Straße, wo links und rechts Geschäfte sind und davor ist halt ein riesiges Becken. Ich habe mir den Jurassic Park immer anders vorgestellt. Gerade eben auch, weil wir ja sehr verwöhnt waren, was die Spiele anging. Wir hatten Operation Genesis gehabt, das damals einfach super geil war. Da hat man sich seinen eigenen Jurassic Park selber zusammenstellen können. Da konnte man dann bestimmte Attraktionen bauen, wie ein Luftballon, Heißluftballonfahrt. Man konnte die Safari-Tour machen, die man auch aus dem Film kennt. Es gab einfach so ein paar Sachen, wo ich mir gedacht habe, ja, das ist schon cool, so würde ein Jurassic Park aussehen. Und dann habe ich den Jurassic World da gesehen und das war einfach nicht so, wie es hätte sein sollen. Ich weiß noch, als ich damals beim Walk of Fame war und stehe dann irgendwann da und du erwartest irgendwie, dass du jetzt so eine Reaktion hast und dir denkst, oh, ist das cool hier. Du stehst einfach nur da und denkst dir, naja, ist halt eine Straße und die ist dreckig. Also es war einfach nicht irgendwie... besonders. Und so hat sich Jurassic World für mich leider auch angefühlt. Jurassic World im Film war nicht besonders. Das macht die Serie jetzt hier wesentlich besser. Genau so habe ich mir einen Jurassic Park vorgestellt. So habe ich mir John Hammonds Vision vorgestellt. Dass da Hotelzimmer in riesigen Mammutbäumen drin sind. Und die Kids haben eben auch genau so ein Hotelzimmer oder so ein Hotelareal. Das ist so eine Anlage auf jeden Fall vom Camp Kreidezeit. Und das fand ich schon ziemlich geil. Und das Allerwichtigste, das habe ich mir so gewünscht, dass man endlich mal den Jurassic Park oder eben Jurassic World aus der Sicht von Besuchern sieht und nicht wieder aus der Sicht von irgendjemandem, der im Park integriert ist. Wir haben in Jurassic World haben wir ja einmal Chris Pratt, der ja im Jurassic World arbeitet, der sich da auf jeden Fall auskennt, der auch einfach mal so in die Hauptzentrale reinmarschieren kann und keinen interessiert. Dann haben wir noch Claire Dearing, die ist ja dann eine ganz krasse Person gewesen, die ist ja verantwortlich für irgendwie alles. Und jetzt haben wir einfach so eine Gruppe Kids, die einfach gar keinen Bezug hat zu so großen Persönlichkeiten des Parks. Man bekommt einmal kurz mit, dass eine Parkangestellte mit Miss Dearing telefoniert. Dann dachte ich mir auch so, ah gut, jetzt droppt ihr hier mal ein paar Namen rein. Der Name Alan Grant fällt, aber auch das ist irgendwie ganz cool gemacht, weil dann da ein Junge eben zu Hause sitzt und dann am Rechner seinem Dad zeigt, dass Dr. Alan Grant einen neuen Post gemacht hat und da erklärt er irgendwelche neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse und so. Das war schon ganz cool gewesen. Aber jetzt sehen wir endlich mal den Park aus der Sicht von Kindern und die dürften theoretisch ja gar nicht mitbekommen, wenn im Park was in die Hose geht. Und da bin ich mal sehr gespannt drauf, wie die erste Staffel das machen wird. Ich habe von einigen von euch auch gehört, dass Jurassic World Camp Kreidezeit irgendwie auch dann kreuzen soll mit den Hauptfilmen. Bin gespannt, wie das abläuft, weil in den Filmen sieht man die Figuren aus Jurassic World Camp Kreidezeit nicht. Also ihr merkt schon, ich bin wesentlich positiver eingestellt zur Serie als davor, aber es gibt immer noch Abstriche und die muss ich hier einfach mal erwähnen. Ich verstehe nicht, warum es inzwischen so egal geworden ist, wie bestimmte Ereignisse herbeigeführt werden. Es fällt einfach auf, wenn du eine Drehbuchszene schreibst und die ist nur dafür da, damit eine bestimmte Situation passiert. Jetzt kommen wir hier mal in den Spoiler-Part. Achtung, ich spoilere jetzt hier mal zwei Beispiele aus Episode 1 und aus Episode 3. In Episode 1 war das der Fall gewesen, dass die Kids dann eben auf einem großen Baum standen und du kannst dich dann da mit so einer Seilbahn irgendwie einmal über so eine Schlucht drüber gleiten lassen und unter dir laufen Dinosaurier herum. An sich ja ganz cool und ich denke mir, das würde es auch in echt geben. Ja, ich vergleiche das immer so mit unserer Realität und denke mir so, ja, das ist okay, die sind ja gesichert gewesen, meine ich, also die waren angekettet, würde es wahrscheinlich auch geben. Aber das Problem dabei ist, dass dann der eine Junge, der eben dann an dieser Seilbahn hängt, schrappt quasi so ganz dicht an einem Brachiosaurus vorbei. Sieh mal, aber wirklich so ganz, ganz dicht. Und er bekommt so panische Angst in den Augen und fliegt einfach weiter runter. Und die Parkangestellten lachen dann und sagen, ah, guck mal, wie der guckt, der hat ja Angst. Und ich denke mir, der ist gerade fast draufgegangen. Wenn der Brachiosaurus nur einen Schritt weitergelaufen wäre, wäre der Junge tot gewesen. Und das sind so Sachen, die mich auch schon an Jurassic World, an den Filmen gestört haben. Warum ist dieser Park so extrem dämlich? Warum ist man zu blöd, um zu wissen, dass diese Seilbahn eventuell höher sein sollte als der größte Dinosaurier, der unten durchlaufen kann? Ich meine, in den Filmen, wenn man sich überlegt, wie in den Filmen da die Scheiße am Dampfen war, also warum ist das alles eskaliert? Weil der Indominus Rex
die Leute verarscht hat, indem er mit seinen Krallen an die Wand irgendwas markiert hat. Und dann haben die gedacht, oh, der muss rausgeklettert sein. Und warum wussten die nicht, dass er noch im Gehege drin ist? Weil keine Sau wusste, was das Vieh, das sie selbst geschaffen haben, wirklich drauf hat. Der Jurassic World ist ein unfassbar dämlicher Park. Von dieser reinen Logik her, ich habe mir wirklich gedacht, ihr könnt froh sein, dass dieser Park überhaupt so lange standgehalten hat. Dass das nicht schon wesentlich früher eskaliert ist, bei dieser Dummheit, die dieser Park zu bieten hat. Da dürfen Leute in diesen Gyrosphären frei herumfahren durch Dinosauriergehege. Da wird nicht dran gedacht, ja, wenn aber mal einer irgendwie meint, er müsste mal einen Saurier rammen, sollten wir das vielleicht auf Schienen machen. Nee, lass die einfach so rumfahren. Eine Seilbahn, die nicht hoch genug ist, dass die Dinosaurier dich nicht erreichen können. Das ist so dumm gewesen. Und in Episode 3 gibt es dann gerade wieder so eine extrem dumme Entscheidung von den Erwachsenen. Das sind die Leute, die hier für die Sicherheit verantwortlich sind. Das sind so diese beiden Camp Kreidezeit-Mitarbeiter, quasi die Führungspersonen, die aufpassen sollen, dass den Kindern nichts passiert. Das sind die beiden, die Kinder 2 Episoden vorher die Seilbahn heruntergeschossen haben und der eine Junge fast draufgegangen ist, weil der Brachiosaurus vorbeigelaufen ist. Die machen jetzt Folgendes, und zwar die kommen auf die Idee, den Kids mal zu zeigen, wie sich so eine Herde wirklich verhält in freier Wildbahn. Und dann fahren die raus auf so ein Feld, auch wieder mit diesen Gyrosphären. Alles cool, da macht das auch wieder Sinn, weil da sind erwachsene Leute mit dabei. Da sind Parkmitarbeiter dabei und die sagen eben, ey, fahr mir halt nach. Also wir geben den Ton an, du fährst uns nach. Und dann finden sie eben auch die Herde und beobachten die Saurier ein bisschen und dann zieht ein Sturm auf. Jetzt sammelt euch mal ganz kurz und beantwortet mir folgende Frage. Stellt euch einfach mal vor, ihr wärt in der Situation der beiden Parkwächter, nenne ich sie jetzt einfach mal. Ihr müsstet auf so eine Gruppe von Kids aufpassen. Ihr habt vor euch eine Herde von Dinosauriern und merkt, dass die nervös werden. Und was macht ihr jetzt in dem Moment? Was ich auf gar keinen Fall machen würde, ich würde auf gar keinen Fall sagen, Kids, wisst ihr was? Bleibt mal hier bei den Sauriern. Wir fahren mal ganz kurz ans andere Ende des Feldes und teilen dem Arealleiter, oder wer das war, dem teilen wir mit, dass wir die Tour abbrechen. Das würde ich nicht machen. Aber genau das passiert in der Serie. Und es ist so wieder so ein Moment, wo du da sitzt und dir denkst, das ist doch nicht euer Ernst. Also, dann stehen die Kids wirklich da vor diesen Sauriern, die anfangen Panik zu bekommen, während die beiden Erwachsenen sich verpissen. Und das wird nur gemacht, um eine bestimmte Szene hervorzurufen. Es ist so dumm einfach. Es ist so wirklich anstrengend. Das sind so Szenen, die es dann wieder komplett so ins Negative rücken. Dann passiert aber, der Grund, warum diese Szene überhaupt aufgebaut wurde, ist dann eine weitere Szene, bei der diese Gyrosphäre im Schlamm versinkt. Und da sind dann eben 2 Kinder in der Gyrosphäre drin. Die Szene ist ziemlich cool gemacht, weil da sieht man dann auch zum ersten Mal, dass sie hier wirklich mit Mimiken arbeiten, obwohl das hier alles animiert ist. Das machen die echt gut. Gibt es dann so einen Moment, wo diese Gyrosphäre einfach weiter im Schlamm versinkt und man guckt dann das Influencer-Mädchen den einen Jungen an und ihr kommen nur so die Tränen in den Augen. Und du merkst einfach, okay, sie denkt gerade, dass sie wirklich stirbt. Die hat gerade Todesangst, dieses Mädchen. Aber ich verstehe nicht, was diese dummen Szenen immer zwischendurch sollen. Warum ist der Jurassic World so dumm gemacht? Und so ein bisschen hat mir die Serie auch dann vor Augen geführt, warum ich Jurassic World nicht wirklich mag. Es liegt zum einen auch an den Charakteren in Jurassic World, ja, mag sein. Aber großteils einfach, weil der Grund, warum das alles passiert, warum in den Filmen, der Grund, das müsst ihr euch mal reinziehen, der Grund, warum in Jurassic World 3 die Dinosaurier damit beginnen, die Erde neu zu bevölkern, der Auslöser dafür ist gewesen, weil der Indominus Rex Chris Pratt verarscht hat. Das war der Auslöser. Das ist eine ziemlich dumme Geschichte. Also ihr merkt schon, ich bin nicht mehr ganz so abgefuckt von der Serie. Ich bin von so ein paar Komponenten immer noch tierisch genervt. Ich finde die Figuren sehr interessant. Ich glaube, dass die auch wesentlich zentraler sein werden als der Park an sich. Der Park ist einfach dumm. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht können sie es auch irgendwie noch so drehen, dass auch dann Jurassic World in einem besseren Licht dasteht. Das haben sie ja bei Clone Wars auch geschafft, dass die Prequels besser dastehen. Indem sie vielleicht hier erklären, warum Jurassic World überhaupt eskaliert ist. Aber ich meine, das haben wir ja erfahren im Film. Das kann man nicht mehr irgendwie rückgängig machen. An sich bin ich wirklich gespannt, wie sie das Ganze weiter aufbauen werden. Und ich werde mir die erste Staffel jetzt komplett fertig anschauen. Und werde dann nochmal ein ausführliches Spoiler-Video dazu machen, was ich von der ganzen Geschichte halte. So, und jetzt seid ihr gefragt. Schreibt mir mal in die Kommentare unten rein, was ihr von der Serie haltet. Seid ihr da genauso zwiegespalten wie ich? Sagt ihr, die Serie ist einwandfrei? Und bitte nicht spoilern. Ihr könnt gerne reinschreiben, ey, wart mal ab, die Serie wird noch sehr viel geiler. Aber bitte verzichtet auf Spoiler. Das wäre mir ganz lieb. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns dann zum nächsten Video wieder. Ich wünsche euch was. Bis dann. Ciao.